Ja, am Wochenende. So war es wirklich. Nichts wurde also im April 95 mit der angestrebten Fusion. Aber durch das Engagement von Franz Grad schöpften wir wieder Hoffnung. Ihn beeindruckte vor allem die Jugendarbeit und er gab der Vorstandsetage des FC Kelly Linz sein Jawort. Natürlich nur unter einer Bedingung. Sein denkwürdiger Satz lautete: Machen wir die Braut fertig für die Hochzeit. Franz Grad meint wieder die Fusion. Beide Clubs, LASK und FC Linz, bestimmen ein Fusionsverhandlungsteam. Für beide die einzige Lösung aufgrund der wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Durch undichte Stellen erfahren dies die Medien und damit die Öffentlichkeit. LASK-Präsident Wolfgang Rieger lässt den Coup 10 Minuten vor der entscheidenden Abschlusssitzung platzen. Angeblich wegen Morddrohungen von Fans. Wir waren schockiert, deprimiert. Präsident Baschinger und Obmann Kurt Hinterhölzl planten etwas Schreckliches. Mir läuft jetzt noch die Gänsehaut runter, wenn ich daran denke. Aber davon hören wir mehr morgen.